Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie Gate 17 genau funktioniert bzw. wie du Kontakt mit deinem Geistführer bzw. Mentor herstellen kannst. Ja, wie schon erwähnt, viele möchten Kontakt zu ihrem geistigen Führer herstellen. Viele möchten herausfinden, gibt es einen Geistführer oder Mentor, wie man die auch immer nennen möchte. Wie sind die drauf? Was machen die? Wie lange sind die schon deine Geistführer? Was sind deren Aufgaben? Was wollen die dir sagen? Was sind deine Lebenslektionen? Da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die dir sagen können und wie die dir helfen können. Und in diesem geht es darum, dass du Kontakt zu diesem Geistführer herstellen kannst und dann ein paar Fragen stellen darfst. Und das Ganze funktioniert so, ich empfehle dir, dass du vorher, übrigens wird der Zustand verankert mit dem Codewort Guide, dass immer du meditierst und du sagst dein Guide ein paar Mal, dann hast du schon die Connection zum Geistführer und dann kann es sein, dass du schon Visionen bekommst, dass du jemanden hast, der auf einmal mit dir reden kann und so weiter. Und das, ja, dass dieser Kontakt damit einfach verbessert wird zwischen Geistführer und zwischen dir. Ja. Ich habe hier noch stehen, was oft passiert bei Geistführern ist, dass du Gänsehaut erleben kannst, einzigartige Gefühle, die du noch nie erlebt hast. Das kann ein Zeichen sein, dass der Geistführer gerade Kontakt mit dir aufbaut. Sie kommunizieren gerne mit Wortspielen, mit Symbolen, mit Metaphern und sie sind oft sehr humorvoll. Oder dass du Jucken an der Haut spürst oder Kratzen oder irgendwie sowas. Dann weißt du, dass der Geistführer auf einmal Kontakt mit dir hat oder versucht auch aufzubauen. Ja, nur so für dich als Info. Also das Ziel von Gate 17 ist Kontakt und Aufbau, Kommunikation zum Geistführer und Stärkung des Bandes zwischen euch, ja? Dass du eine bessere Führung hast. Ja? Das Ganze funktioniert jetzt so, dass wir sozusagen wie bei dem Gate-Programm zur Insel kommen, dann auf die Brücke und ich empfehle dir auf jeden Fall vor, von Gate 16 Part 1 mehrmals anzuhören, wo wir das Codewort Bridge verankern, weil wir auch über den Zustand des Breakthrough-Zustandes über den Nebel in den Breakthrough hineingehen, um Kontakt über den Geistführer herzustellen. Ja. Und wenn du dann sozusagen dann über den Nebel gegangen bist, dann hast du die Induktion zum Geistführer Kontakt. Da gibt es eine eigene Methode, die wird dann gemacht. Und dann stelle ich dir Fragen wie zum Beispiel, wo bist du, was siehst du, wie fühlst du dich, blicke nach unten, welche Schuhe hast du an, kannst du den Geistführer sehen, in welcher Gestalt zeigt er sich und so weiter. Und dann stelle ich dir ein paar wichtige Fragen. Und zwar, du stellst dann Fragen, wie können wir am besten und einfachsten miteinander kommunizieren? Und dann wirst du entweder Visionen bekommen, Bilder, oder du wirst etwas hören, oder Intuition, oder Gefühle, oder was auch immer. Dann, an welchen Zeichen merke ich, dass du da bist, oder dass du es bist? Und dann, wie heißt du? Und was ist wichtig für mich jetzt zu wissen? Ja. Und dann hast du Zeit, wo du selber irgendwelche Fragen stellen kannst und dann kommt auch eine sehr lange Pause. Du kannst dann mehrere Fragen stellen, du wirst dann die Antworten bekommen und dann geht es in das Physische. Genau, und dann bittest du ihn jetzt, dass er deine physische Hand berührt und vielleicht spürst du auch etwas. Ne? Und dann verankern wir danach das Codewort Guide und für späteren Kontakt in der normalen Meditation. Ja? Oder in deiner normalen medialen Arbeit, falls du medial arbeitest. Und that's it. So einfach funktioniert Gate 17 Spirit Guide Contact. Eine sehr, sehr tolle Methode. Ich habe damit schon sehr tolle Erfahrungen machen dürfen. Vor allem in Kombination mit Gate 20, Melody of the Monks. Überhaupt meine Lieblings-Gate von allen. Aber da gibt es ein eigenes Video darüber. Das sind ja heute erschienen. Ja, auf jeden Fall empfehle ich dir von Gate 16 das Breakthrough anzuhören, Part 1, um das Codewort Bridge zu verankern, damit du einfach viel schneller und viel leichter hineinkommst. Vielleicht hörst du noch ein paar Mal das Part 2 von Gate 16 an, Past Life Regression, weil kommst du leichter in diesen Zustand hinein und öfter und dann ist die Kommunikation und Verbindung auch viel einfacher. Aber du das Ganze noch besser indizieren möchtest, gibt es eher das Nutzungsvideo. Siehst dir auf jeden Fall an, bevor du Gate 17 zum ersten Mal hörst. Und da gebe ich ein paar Tipps und Tricks
wie du noch einfacher diesen Kontakt herstellen kannst. In dem Sinne freut es mich, dass endlich Spirit Guide Contact erschienen ist und wir hören uns in der Frequenz. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du Kontakt zu deinem Geistführer herstellst, aufbaust und dieses Band zwischen euch stärkst. Und das wird nämlich massiv dein ganzes Leben bereichern und du wirst merken, auf einmal hast du eine Führung an deiner Hand. Die hattest du eh vorher schon, aber dieses Band und das Fühlen und der Zustand und die Kommunikation wird einfach dann auf einmal erlebbar. Also, bis bald. Tschüss.